Hallo liebe Leute, bis zum Lütke Winter Klimaschutzpreisbewerbung und mit Lütke Winter Hartz-IV-Spartipp Millionär werden. Heute der Energiespartipp Wasserkocher. In einem Wasserkocher nur so viel Wasser füllen, wie man braucht, spart 80 bis 90% an Strom. Ein ganzer Wasserkocher braucht 1,7 Liter, also 5,5 Minuten braucht er dann, bis er heiß ist. 0,5 Liter, das ist eine Doppeltasse, braucht 55 Minuten. 0,25, das ist eine Normaltasse, braucht 1,10 Minuten. Und wenn man die halbe Tasse nur voll macht, wie ich immer mache, dann braucht man nur 50 Sekunden. Und ich zoome mal weit und stelle das mal vor. Oh, falsch rum. Ah, klemmt. Liebe Leute, bis zum Winter Klimaschutzpreisbewerbung Energiesparen und mit Lütke Winter viel spart, wird Millionär werden. Das ist, hängt ja irgendwie zusammen. Und zwar, ich trinke immer gern Kaffee. Meistens aus so einer große Tasse. Hier, da ist so eine Tasse. Das ist eine Doppeltasse. Da passen zwei davon rein. Und dann trinke ich das. Er ist warm und dann, wenn es kalt ist, so zwei von denen brauche ich. Da sind 0,5 Liter drin. Brauche ich ungefähr zwei am Tag. Schmeckt sehr gut. Und zwar, da, wie soll ich sagen, ich fange mal vorne an. Ich habe mal in einer Firma gearbeitet. Und da gab es eine Kaffeeküche und für Tee und Kaffee haben die Leute den Wasserkocher genommen, bis oben voll gemacht. Dann braucht er 5 Minuten und 50 Sekunden, bis er ausgeht, dann ist das Wasser heiß. Dann machen die eine Tasse und dann oder zwei und dann der Rest wird wieder kalt und dann Stunden später kommt der nächste, macht wieder heiß und so weiter. Immer ein ganzes Ding. Und wenn man dann nur, ich mache meistens so eine Tasse und dann nehme ich hier, zeig ich mal, wie viel reinpasst. Da passen zwei Gläser rein und ein Glas ist eine Tasse. Und dann nehme ich hier meine Tasse, tue den Kaffee rein, da reicht schon drei Viertel Ding, ein bisschen mehr, nicht zu viel. Hier ist ja eine gute Form vom Netto, der feine Milde da. Und da ist jetzt also der Kaffee drin. Dann habe ich hier Wasser. Meistens mache ich die Tasse vorher halb voll, gebe das da rein, also so viel Wasser. Und da ist genauso drin wie so eine Tasse. Und dann ist da hier 0,25 Liter drin. Und dafür braucht man dann 1 Minute 10, bis es heiß ist. Und nicht 5 Minuten, 5 Minuten 50. Und wenn ich die ganze Tasse voll machen würde, hier bis zum Rand und da reinkippen würde, dann hätte ich einen halben Liter. Und dann brauche ich aber statt ein Viertel Liter, 1 Minute 10, 1 Minute 55. Also 45 Sekunden länger läuft er auf 1000 Watt. Und dann ist er mir auch zu heiß. Das mache ich hier, den habe ich gerade heiß gemacht. Da gebe ich da so viel rein, das ist ungefähr so viel oder so viel. Und dann gebe ich da Wasser rein. Es ist die Hälfte, das ist zu stark und zu heiß. Dann nehme ich dann die zweite Hälfte, sieht man, und das ist genau eine Tasse und in passender Temperatur kann es voll trinken. Wenn ich jetzt die ganze Tasse heiß mache und zum Kaffee rein, dann muss ich erst wieder abkühlen lassen, eine Viertelstunde und so spare ich dann fast die Hälfte an Strom, anstatt wenn man eine ganze Tasse macht, nur eine halbe.
Man kann auch eine halbe, oder ungefähr die Hälfte, ein bisschen mit der Hälfte in Wasserkocher und dann warm machen. Dann spart man so ungefähr 90% an Strom, als wenn man den ganzen Kocher anmacht. Und das war das. Und wenn man den ganzen Wasserkocher macht, habe ich vorhin gemacht, um zu messen, um das Wasser nicht wegzukippen, habe ich das in die Kanne getan mit einem Teebeutel. Ein Teebeutel grüner Tee mit Zitrone. Lasse ich das eine halbe Stunde, eine Stunde ziehen, bis er kalt ist, und natürlich den Teebeutel raus. Und dann habe ich hier 1,5 Liter Tee mit einem Teebeutel. Und der hatte den vollen Geschmack. Und ich kenne das früher als Kind, meine Mutter hat das immer so gemacht, bei 5 Kindern oder 7 Leuten. Da hatten wir damit was zu trinken, haben wir Tee getrunken, meistens kalt. Im Sommer schmeckt ja auch viel besser Eistee. Und können wir jetzt heiß trinken oder kalt? Und mit 1,5 Liter, mit einem Beutel, da hat man auch gespart. Und nicht für jede Tasse. Ich kenne das hier, meine Freundin, Ex-Freundin, hat 2 Beutel in eine Tasse getan. In 0,25 Liter. Und hier ist das, mal sehen, das hier sind doppelt, das Fünffache ist hier drin. Und mit einem Beutel. Da kann man auch noch sparen und Millionär werden. Und schmeckt echt super. Was soll ich noch sagen? Und wenn ich jetzt so eine Tasse mache, die meisten Leute nehmen dann einen Löffel, ganzen Löffel. Aber das ist für mich viel zu stark. Dann nehme ich höchstens einen halben Löffel für so eine Tasse und hierfür so 3/4 Löffel, weil das sonst zu stark ist. Und das war der Spartipp in Wasserkocher. In der Firma, das ist mir aufgefallen in der Firma, sonst wüsste ich das ja gar nicht, dass die Leute da echt Wasser voll machen und dann nur für eine Tasse lassen es laufen, dann kommen sie hinterher dann nach viel Stunde und schütten sich eine Tasse ein da. Und so eine Energieverschwendung, 5,5 Minuten, fast 6 Minuten, und obwohl die nur eine Tasse brauchen, 0,2, in 1 Minute 10 wär das sonst fertig. Und wenn die dann nur eine halbe Tasse machen würden hier, so wie ich, dann wäre es sogar in 50 Sekunden fertig und nicht in 5 Minuten 50. Da kann man fast 95% sparen, würde ich sagen, um den Daumen gependelt. Wer so eine Tasse trinkt, kann die ein bisschen mehr wie die Hälfte voll machen, in Wasserkocher heiß machen, Kaffee rein und dann Kaffeepulver rein und dann den Rest kalten. Dann kann er sofort trinken und braucht er nicht eine halbe Stunde warten, bis der kühl ist, weil man sich sonst verbrennt. Und 2 so viel ist hier 0,5 Liter, eine Tasse. Oder das ist auch derselbe Inhalt. Hier zeige ich mal. Da ist fast voll. Und fast voll. Das sieht viel mehr aus. Ist aber genauso viel wie sowas. Und dann gibt es ja noch die kleinen Tassen. Hat mir früher mal zum Kaffee da. Da ist ja nur 0,25 drin. Und wenn man da nur 0,18 Wasser heiß macht, dann spart man fast 98% an Strom. Aber wer trinkt denn so wenig Kaffee da? Okay, jetzt habe ich jede Menge Kaffee da für die nächsten Tage und Tee. Das war mein Spartipp. Und gerade in der Firma und auf dem Amt, manche Ämter haben das sogar eingeführt, die mussten die Mitarbeiter 2, 3 € im Monat zahlen beim Amt wegen Stromgebühren. Oder viele haben den Wasserkocher ganz verboten, weil das zu teuer ist mit dem Strom. Und da zeige ich das nochmal. Könnt ihr gucken, die Tabelle. So, da sieht man es ja. Ich zeige nochmal. Hier so eine kleine Tasse, halbe Tasse braucht nur 50 Sekunden für eine halbe Tasse. Und dann kann man ja noch die andere mit kaltes Wasser machen, dann hat man es passend. Oder 0,25 Liter, also eine Tasse. Hier.
So eine Tasse ist eine Tasse. Ich brauche 1,10 Liter, wenn man die ganz voll macht. Und einen halben Liter. Das ist so eine Tasse. Die braucht hier einen halben Liter, braucht 1 Minute 55, wenn man die ganz voll macht. Aber man muss ja nur die Hälfte voll machen, dann braucht man also nur 1 Minute 10. Das ist nicht die ganze Hälfte, weil der Wasserkocher muss auch noch heiß werden. Deswegen ist es ein bisschen mehr wie die Hälfte, was man dafür braucht, um die Hälfte zu warm zu machen. Und der ganze Wasserkocher, was die ganzen Firmen machen, oder der braucht 5 Minuten 50, bis der heiß ist da. Und da brauchen die nur eine Tasse, so eine Stromverschwendung da. Okay. Und mehr Spartipps könnt ihr hier sehen auf meiner Seite, Facebook-Seite Lübcke Winter Klimaschutzpreisbewerbung. Da habe ich irgendwie so 20, 30 Tipps, wie man sparen kann mit Strom. Und auf meiner Internetseite klimawinter.de, da die muss ich jetzt wieder neu machen. Da hatte ich jetzt Probleme, weil die ganzen Videos da nicht mehr abgespielt werden irgendwie. Und auch die nächsten Tage wird die neu gemacht. Und okay, das war das. Und wer darüber lacht, das sind die Leute, die Zigaretten kaufen für 8 Euro. Die sparen ja nicht. Aber dafür wird denen dann der Strom, 1 Million, ich stelle den Strom ab, wie bei Nachbarn da unten. Oder hier einen aus dem Haus haben die den Strom abgestellt und dann bei mir Strom geklaut für 550 Euro. Und dann müssen die ohne Heizung und Strom auskommen, nur weil die nicht sparen und dann 8 Euro ausgeben für Zigaretten und nicht sparen. Und dann müssen sie sparen vom Gesetzgeber, weil sie den Strom nicht zahlen, dann müssen sie halt ohne Strom auskommen. Das passiert 1 Million Leute im Jahr. Dann wird der Strom abgestellt, weil die das nicht zahlen können, weil die zu viel Geld für Zigaretten ausgeben und sonst nicht sparen. Und nicht für die Kinder sparen und für die Umwelt. Okay, es wird schon zu lang. Okay, ciao, Kakao, bitte abonnieren.